Glaub mir, ich lese euch mal diesen Text vor. Dieser Text sagt, das Gebet ist die zweite Säule des Islams und eine der beliebtesten Taten beim allmächtigen Gott. Wo, was ist der Beweis, dass es die zweite Säule des Islams ist? Der Prophet sagt, Bunyal Islamu al-Khams. Der Islam ist auf fünf Dinge aufgebaut worden. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Also als erstes erwähnt er die Shahada. Als zweites erwähnt er As-Salah. Erzählt er das Gebet. Dann, von der Reihenfolge her, hat der Prophet zum 10 Jahre lang nur zu Tauhid aufgerufen. Was ist Tauhid? La ilaha illallah. Dass man glaubt, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Dass man glaubt, dass Allah der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher des ganzen Universums ist. Dass man glaubt, dass dieser Gott mit nichts und niemandem zu vergleichen ist. Dazu hat er 10 Jahre aufgerufen. Was kam dann nach 10 Jahren? Kam das Gebet. Und das Gebet ist so wichtig, alle Befehle sind zum Propheten Muhammad a.s. herabgesandt worden. Für das Gebet hat Allah bei Isra wal Miraj den Propheten hoch bis über den 7. Himmel geholt. Bis zu Sidra al-Muntaha hat er ihn geholt. Ja? Er hat ihn in den Himmel aufgezogen, 7. Himmel. Und hat der Befehl dort gegeben. So wichtig ist das Gebet. Okay, dann geht's weiter. Dann erzählt Allah hier, dann habe ich einen Vers, aber wir haben das natürlich auf Deutsch, damit, falls das einer wegschmeißt, dann ist es kein Problem, weil den arabischen Text, den darf man ja nicht wegschmeißen, das ist alles auf Deutsch. Ja, die Frage ist, was ist die erste Antwort von denen, die in der Hölle sind, warum sie in die Hölle gekommen sind? Es wird gesagt, Ma salakakum fi saqar. In Jannah, die Leute haben ein Paradies, die haben ein Fenster, die können das sehen, wie die Leute gequält werden in der Hölle. Ja? So eine Art Fenster. Ja? Und die fragen die, Ma salakakum fi saqar. Was hat euch in die Hölle gebracht? Wisst ihr, was die sagen? Erste Antwort, Lam nakum minal musallin. Wir gehören nicht zu den Betenden. Erste Antwort, das erwähnen wir hier. Dann, viele islamische Gelehrte sind der Meinung, dass derjenige, der nicht betet, für alle Ewigkeit in die Hölle geht. Für alle Ewigkeit. Weil der Prophet a.s. sagt, Beina rajuli wa beina shirki wa kufri tarku salat. Zwischen dem Mann und dem Shirk und Kufr liegt die Unterlassung des Gebets. Und dann sagt Allah im Koran, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie Toba machen, die Mushrikun, und das Gebet verrichten und die Zakat geben, dann sind sie Brüder im Glauben. Deswegen sagen einige, wer nicht betet, 5 Gebete am Tag, der ist verloren. Manche Gelehrte. Die meisten Gelehrte sagen, nee, er kommt irgendwann mal raus, zum Beispiel von Schäfer durch den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, aber der geht in die Hölle. Ja? Also das heißt, er hat eine riesengroße Sünde gemacht. So, die Frage ist jetzt, und wir erwähnen das hier, für denjenigen, willst du das Risiko eingehen, in die Hölle zu gehen? Willst du das Risiko eingehen, in der Hölle gefragt zu werden, warum bist du hier? Und du gehörst zu denen, die das sagen, ich habe nicht gebetet? Nee. Und das ist der Punkt. Deswegen verteilen wir diese Flyer. Weil nicht jeder kann was erzählen. Dann haben wir die Internetseite von uns drauf, www.einladungzumparadies.de oder muslimtube.de, so könnt ihr das auch verteilen. Wir haben die Seite jetzt ganz neu geordnet, da ist eine Kategorie für Nicht-Muslime, es sind glaube ich fast 100 Videos, dann für neue Muslime, wo Gebet erklärt wird, alles. Deswegen, Brüder, ihr müsst rumgehen, ihr müsst euch zur Aufgabe machen, alle Menschen zum Islam zu rufen. Die ganzen Muslime, die ihr habt. Weil guck mal, ich bin heute hier, du hast heute profitiert, inshallah. Aber ich möchte nicht nur, dass das, was hier gesagt wurde, hier bleibt. Ich möchte, dass ganz Köln davon erfährt. Wer kommt alles aus Köln hier? Wer kommt aus Bergisch Gladbach? Siegburg? Bonn? Auch eine ganze Menge. Bergheim? Oh, auch ganz schön viele. Ne? Was haben wir noch? Leverkusen? Ja. Andere Städte? Wo, was noch? Düsseldorf? Frankfurt? Frankfurt? Cool. Lau Akbar. Ey. Einmal habe ich das gemacht, es ruft, zeigt einer auf, sagt er, aus Stuttgart kommt, der ist noch weiter. So, und das ist der Punkt, deswegen nehmt ihr euch die Flyer mit und in eurem Ortschaft, wo ihr wohnt, zum Beispiel in Kalk oder in Nippes oder wo auch immer, versucht ihr die Leute aufzurufen, gebt ihr jedem, guck mal, wie viele Jugendliche nicht beten, guck mal, wie viele Mädchen nicht beten. Das Gebet ist der Schlüssel zu allem. Das Gebet ist der Schlüssel.
Ja, das ist jetzt mein erster Vortrag. Ich sage euch, wir sind hier, weil wir wollen das Bewusstsein für diese Religion wieder gewinnen. Wir sagen alle, ja, wir glauben. Wir glauben. Brüder, dieses Leben, guck mal, wenn du einen Test hast. Ja, das Leben ist ein Test. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Der der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten macht. Und dieser Test hier, der hat drei Fragen. Drei Fragen. Und ein guter Lehrer, der hat eine Eigenschaft. Erstens, der bereitet dich auf diese Fragen gut vor und der macht dir die Wichtigkeit dieses Testes, macht er dir bewusst. Und wer ist der beste Lehrer? Der Gesandte Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat sein ganzes Leben dafür geopfert, um uns den wahren Weg zu zeigen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der hat immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, hier zu überleben. Denkt über das Jenseits nach. Was sagt Allah über das Jenseits? Der Prophet alaihissalatu wasallam sagt: Innal abdul mu'mini idha kana fi inqita'in min dunya wa iqbali min akhirah, nazala ilayhi malaikatu min as-sama' bidul wujuh. Der sagt, wenn ein Gläubiger stirbt, dann kommen Engel herab, die setzen sich eine Augenweite nieder, die haben strahlige Gesichter. Als wenn diese Gesichter die Sonne sind. Und die haben da ein Leichentuch von Jannah. Und Hanut, so eine Art Parfüm vom Jannah. Überleg mal hier im Diesseits, Bruder. Ist es nicht so, komm, ihr sind viele Jugendliche. Ist es nicht so, wenn man eine Marke hat, man hat zum Beispiel so eine coole Marke beim Jalabia, okay, Jalabia ist vielleicht bei euch nicht so, ja, oder so Schuhmarke, ne, die neuesten Schuhe, ja, dann fühlt man sich gut, man hat die beste Marke, ist was wert. Welche Marke ist mehr wert als die Marke von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn der aus dem Jannah dir ein Leichentuch bringt, subhanallah, egal ob Leichentuch oder nicht. Also kannst du dir vorstellen, was das für eine Ehre ist, und dann kommen die Engel herab mit Gesichtern wie die Sonne, und dann kommt Malikul Maut. Und er holt die Seele raus und die Seele kommt runter wie so ein Tropfen, kommt sie heraus. Leicht. Der Kafir, was passiert mit dem? Da lassen sich Engel herab in einer Augenweite mit finsteren Gesichtern. In dem Moment seines Todes. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Was sagt Allah hier? Er sagt, wenn die Trunkenheit des Todes kommt, das ist das, wovor du dich immer hüten wolltest. Trunkenheit. Einmal bist du dran. Es hat immer, du hast es schon oft gehört, die Mutter ist gestorben, der Vater ist gestorben, Karl-Heinz ist gestorben, derjenige ist gestorben, Ahmed ist gestorben, immer sind andere gestorben. Auf einmal, paff! Boom. Boom. Boom, jetzt ist auf einmal dein Moment gekommen. Jetzt heißt es auf einmal, Ali ist gestorben oder je nachdem, wie du heißt. Und auf einmal kommen die Engel herab, in einer Augenweite. Stell dir mal vor, die Engel, die haben finstere Gesichter. Achi, hier im Leben, Achi, du hast immer eine zweite Chance. Immer eine zweite Chance. Ja? Arbeit verloren, neue Arbeit. Frau zusammengeschlagen, verloren, neue Frau. Obwohl wir das ihm nicht gönnen, wenn er sie so schlecht behandelt. Ja? Das heißt, Job verloren, Studium verloren, neues Studium. Auto kaputt gegangen, neues Auto. Er hat immer eine neue Chance. Da, an diesem Tag, wenn die Engel herabkommen, die haben finstere Gesichter, vorbei. Neue Chance, vorbei. Und was sagen die Leute, die in die Hölle gehen? Die sagen, oh Allah, sinngemäß, bring uns einmal zurück. Nur einmal. Einmal, wir werden alles anders machen. Bring uns einmal zurück. Bruder, wie oft hast du jetzt gesagt, nächstes Jahr fange ich an?
und du hast nicht angefangen. Achi, wenn du jetzt nicht anfängst, dann wirst du auch dann nicht anfangen.